Es ist so ein Mini-Paradies für Kids auch, ne? Wie viel Quadratmeter hast du? Mit oben drüber fast 2000. Bam, 800, ja! Yeah. Also ich bin nicht nur jemand, der quatscht, glaube ich. Ich quatsche gerne, aber ich bin jemand, der auch Sachen umsetzt. Das ist mir halt wichtig. Das ist der große Unterschied, glaube ich, zu vielen. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Russo, eine neue Folge von Was los? Freunde, spezielles Intro hier, denn wir sind auf der Gamescom LAN. Denn mein Gast ist der Veranstalter, Dennis Take TV, Dennis Gehlen. Eine oder andere von euch wird sich noch erinnern, aber der ist seit Jahren hinter der Kamera. Ja, deswegen, er war früher eine absolute Gaming-Legende, würde ich sagen. Einer der ersten, die in Warcraft richtig Geld verdient haben, hat eine Gaming-Kurve gemacht, hat sich aber dann irgendwann entschieden, in die Produktion zu gehen. Das alles erzählt er uns, was er heute macht, wie zum Beispiel sowas wie die Gamescom LAN hier in Köln und vieles mehr. Freunde, ich halte das Intro kurz. Viel Spaß mit Dennis. Chicken Mouse ist auch hier. Wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Let's go! Freunde, endlich sind wir da bei Dennis in seinem, wie sagt man denn, was sagst du, Gaming Center? Gaming Tempel. Gaming Tempel. Oh mein Gott, ey, jetzt haben wir schon so viel gequatscht. Der junge Mann hat Geburtstag gehabt gestern, wir haben Kuchen gegessen, wir haben gequatscht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir anfangen sollen, aber vielleicht damit hier. Gamescom LAN, eigene Geschichte. In Köln, in der Messe. Hm? Vielleicht sagst du noch ein, zwei Sätze darüber. Ich weiß, es ist blöd, wir haben gerade schon voll viel darüber geredet. Ach, Quatsch, ist schon voll die geile Sache eigentlich. Gamescom, auch das Original-Logo, weil ihr die Rechte habt. Aber das Ding heißt Gamescom LAN. Sagt zwei Sätze, was macht ihr, ja. Wie lange und warum? Das ist unsere eigene Größe. Wir wollen mit ganz vielen Creatoren aus der Gaming-Szene ja. Eine große LAN auf die Beine stellen in der Köln Messe. Und das ist schon am 15. bis 17., also nächste Woche. Ja. Also, und da kommen über 1000 Leute, die dort live spielen und live streamen. Und da ist wirklich fast alles dabei, was man sich vorstellen kann. Viele kennen vielleicht einen Eli oder ja. einen No Way, Mickey, ja. Honeypoo. Da sind schon noch viele Leute, die krass. Echt bekannt sind. Ja, Honeypoo kenne ich, die ist gerade in New York mit ja. Den Homeboy Ronny Berger, deswegen weiß ich das. Ah, der will auch noch kommen, glaube ich, der Ronny. Nein, ja, dann werde ich ihn vernichten müssen. Ich habe nämlich bei euren Leuten hier, bei den Freunden von Rocket Beans Schach gespielt. Ronny nach Hause geschickt. Aber ich muss sagen, Alter, das letzte Mal, dass ich LAN gespielt habe, wie hieß es früher? LAN-Party. LAN-Party, ja. Im Prinzip ist das immer noch. Und dann haben wir, ich schwöre bei Gott, ich weiß, viele Leute, die es schauen, werden gar nicht mehr wissen, aber wir haben den Tower so, den Bildschirm so, ins Auto oder was. Ne? Bei uns ist das so, bei uns, wir sind das noch so gewohnt. Ja, ich habe heute mit einem Kollegen drüber gesprochen. Komm mit Laptop. Heute fragt mich jeder, nein, oder jeder fragt so, ey, da steht aber dann der PC. Ich sag, ja, nee, da stehen jetzt keine 2000 PCs, wer soll den denn da hinstellen? Ihr müsst eure eigene mitbringen. Leute, die Hälfte der Leute sind so, wie soll das gehen? Ich bin mit einem blöden Zug damals, klar. Mit meinem Tower-PC da rumgelaufen. Und dann noch die Billig-Towers, die wir früher hatten, da war so das Metallding an der Seite, musst du so aufschieben und manchmal beim Tragen ist es so abgefallen. Und dann hast du das so da reingesclavt. Und das Ding war, das war die erste Hürde. Ja. Dann kommst du zusammen mit drei, vier Leuten bei irgendeinem zu Hause. Dann erstmal Platz, weil der Bildschirm war ja immer so. Ja. Und dann war immer das Schlimmste, wie kriegst du die verbunden miteinander? Ja. Boah, das war Terror. Netzwerk früher. Das hat manchmal auch nicht funktioniert. Ja. Und dann Warcraft. Mein guck Game nicht Trip. Bei mir, guck nicht bei mir. Und dann immer so, die greifen an, guck nicht bei mir. Ey, Digga, Alter. Ja, jetzt kommen wir zu dir. Du bist, habe ich meinen Leuten gesagt, die Gaming-Legende oder eine Gaming-Legende. Jetzt weiß man, ist das schon wieder so lange her? Erinnerst du dich überhaupt noch daran? Du bist ja schon so lange, machst du was anderes. Ja. Also das ist deine zweite Karriere so. Ja, definitiv. Ja, also klar, also ich habe schon Ende 90er, Anfang 2000er wirklich
kompetitiv, also wirklich versucht auf höchstem Level zu spielen, war relativ schnell auch dann sehr gut und habe dann auf den ersten deutschen Meisterschaften, die es jemals gab, so die offiziellen, wenn man das so sagen kann, 2002 im Finale gestanden, habe da leider verloren. 2002? Aber ist jetzt auch schon 22 Jahre her. Da habe ich noch nicht mal eine E-Mail-Adresse gehabt. Nee, aber echt nicht? Nein, doch, aber 2002, da war ich schon an Uni. Aber 2002 ist so lange her. Ja, ist wirklich lange her. Digga, da warst du schon der. Gab es schon richtig Preisgelder und so? Ja, meine erste Saison gab es insgesamt 80.000 und 80.000? Krass, ne? Okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht studiert. Ich habe 2004 dann Smart Roadster gewonnen auf der CeBIT. Die kennst du bestimmt auch noch. Ja, natürlich. Gibt es das noch an Hannover? Nee, gibt es nicht mehr. Also weiß ich nicht, ob es da noch irgendwas ist. Aber die CeBIT gab es nicht mehr. Das war damals, muss ich ehrlich sagen, geil. Das war also als Freak. Das war so, wie du heute gehst du zum Beispiel, keine Ahnung, bei euch in Köln, Experian oder so, aber so Mini. Aber damals hast du wirklich Sachen da gesehen, die du nirgendwo gesehen hast und so. Und anfassen und gucken und so. Und dann noch manchmal Schnapper machen. Wenn Ende ist, kann man den Bildschirm noch abkaufen. Günstig, voll. Ja, weil die Leute hatten keine Lust mehr, die Sachen mitzunehmen, die Firmen und so. Das waren so Ausstellungsstücke meistens. Ja, da habe ich mal Smart Roadster gewonnen. Das war auch krass, weil da war ich gerade noch 17 oder so. Wow. Und hatte noch nicht mal einen Führerschein und habe dann so einen kleinen Sport mit nach Hause nehmen. Der einfach 80.000, Alter. Oh mein Gott. Und die Eltern die ganze Zeit, zock nicht, du sagst 80k. Meine Mutter hat nichts verstanden, gar nichts. Als ich ein Auto gewonnen habe, das erzähle ich auch immer gerne, wen rufe ich als erstes an? Meine Mutter. Ja. Die sitzt zu Hause, ich sag, Mama, ich habe ein Auto gewonnen. Du bei Lotto, oder was? Die so, wann kommst du nach Hause zu uns? Ja. Und ich so, okay. Die hat mir es auch erst geglaubt, es hat dann noch so 3 Monate gedauert, bis er überführt worden ist und so. Und dann hat sie es erst geglaubt. Ja, dann so, aber ich krieg was ab davon, ne? Ja, klar. So, Mama, aber ich hab den dann verkauft, ne? Also, ja, normal. Ja. Sie hat auch was bekommen, klar, aber war schon lustig. Für die Leute, also ich meine, Warcraft wird jeder kennen. Es gibt ja jetzt mittlerweile schon World of Warcraft und so weiter. Aber sag mal, du hast ganz lange, hast du StarCraft auch gemacht? StarCraft 1, Warcraft, dann Warcraft 3 dann vor allem. 2 habe ich auch gespielt, aber dann StarCraft 2. Ja, ich habe 1, 2, 3, glaube ich, oder 2, 3 habe ich gespielt. 1 habe ich, glaube ich, nie gekannt. Das ist schon sehr, ich weiß gar nicht, wie. Ich glaube, ich habe mit angefangen mit 2, da kam 3 raus. Dann haben wir 3, glaube ich, haben wir alle lange gespielt. Ja. Und 2 war ja auch schon so Mitte 90er oder so. Weißt du, wann bei mir Warcraft aufgehört hat, Spaß zu machen? Genauso wie bei Schach. Du weißt, ich spiele viel Schach. Und Schach ist so, ich bin so völlig Amateur-Level jetzt, ne? Würde ich sagen. Ich bin noch Hobbyspieler. Ich bin ganz weit weg von Profi oder sowas. Aber ich merke, ich komme jetzt an das Level ran, wo es so, jetzt könnte man üben und Trainings machen und jetzt gibt es so Logik und bla. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wo ist der Spaßfaktor? Also dieses Sneaky-Move machen. Genau, weil Fehler machen macht es Spaß, so lachen und mit den Leuten so. Bei Warcraft war so, irgendwann habe ich festgestellt, wir hatten einen im Team, oder einen unserer Freunde, Thorsten heißt er, oder hieß er, und der hat angefangen nämlich das so strategisch zu sehen. Der hat dann zum Beispiel gesagt, nein, du musst erst die Waffen schmieden, dann das, weiter. Und klar ist das ein Vorteil und der hat auch immer gewonnen. Aber das war dann nicht mehr so lustig irgendwie, weißt du? Ja. Der hat schon, wir haben so 3, 2, 1, direkt in diesen einen Move gemacht, so Waffenschmiede, nicht das zuerst, du verlierst 3 Sekunden, schon mal eine Armleuchte rüberschicken und so. Bruder, dann hat es eben keinen Spaß mehr gemacht. Ja, aber so war ich auch. Ja, aber musste. Jede Sekunde, die du verlierst. Auf dem Level war wirklich jede Sekunde krass. Ja, klar. Alleine schon den Spion losschicken, dann ist eine Sekunde zu spät, du weißt nicht mehr, wo die sind. Du musstest wissen, wann der Gegner wo so zum Beispiel seine Creeps wegmacht damit du weißt, wann du angreifen kannst und so. Ja, ich meine, damals gab es noch so, du hast ja die, ich weiß, Leute, ich werde jetzt nicht so lange über Warcraft reden. Wenn ich schon einen Profi habe, muss alles fragen. Seine Jugend kommt. Welche hast du denn? Es gibt ja verschiedene. Human, ich habe immer Menschen gespielt, immer Menschen. Es gab die Orks, Elfen, glaube ich. Ich habe immer Elfen gemacht, weil das waren noch mal die Besten irgendwie. Ja. Also, ja, das war so ein krasser Unterschied eigentlich. Es gab auch welche, die konntest du gar nicht nehmen, aber das hast du mal verloren. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Das lag aber eher an dir. Ja. Ja, das kann sein. Die greifen an! Jawohl, Chef. Ja. Jawohl, Meister. Hallo. Jawohl, Milord. Jawohl, Milord. Digga, Alter, komm, wir schauen uns mal ein bisschen an, was du gebaut hast, gerne. Alter. Also Leute, wir sind in Krefeld auf jeden Fall und das war, glaube ich, mal ein alter Supermarkt oder so. Das war ein Sportladen. Und ein Küchenstudio auch mal zwischendrin. Krass. Ja. Das hast du dann irgendwann übernommen? Voll. Das stand irgendwie schon relativ lange leer und ist jetzt auch schon 2014, im 10. Jahr jetzt, 2015 haben wir aufgemacht. Ja, krass. Und wir haben hier alles neu gemacht. Mittlerweile ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber wir haben die Abgänge entdeckt, wir haben alle Böden neu gemacht, alle Elektrik neu, jeder Lichtschalter, jeder Strom, jedes Kabel. Viel Licht und viel Internet. Alles neu gemacht, komplett. Ja. Wir haben Durchbrüche in den Keller gemacht, da hinten und da.
Ja, sehen wir vielleicht später noch, damit wir Treppen haben da unten und so. Alles neu, Büroräume dahinter und so. Ja. Hatten viel Stress mit der Stadt, Bauaufsicht, alles. Haben uns Laden zwischenzeitlich so, ihr könnt ihr nicht einfach Durchbrüche machen und so. Stimmt, du hast mir gesagt, ihr werdet ja fast einmal pleite gegangen, du hast so viel Geld reingetan. Ja, ja, dann haben die doch gesagt, nee, das geht nicht. Ja, sie müssen, und am Ende haben, ganz am Ende haben die gesagt, ja, gut, dass sie es gemacht haben. Ja, weil wegen Brandschutz und so. Ach so, okay. Ja, weil die Durchbrüche waren super hilfreich, dass man verschiedene Wege hat. Ja, ich meine, ich war ja bei dir zu Hause, als wir diese Party gemacht haben bei dir. Ja. Und da war ja auch jemand aus der Politik da. Der Oberbürgermeister. Der hat auch damals geholfen. Genau, und ich wette, ganz ehrlich, für den Standort Krefeld ist das ja auch wichtig hier. Ja. Die Jugend, das ist ja ein kompletter Treff hier. Ja, ja, und ihr seid, glaube ich, das Einzige, was zukunftsorientiert ist hier in Krefeld. Alles andere ist das Einzige, aber ich sag mal so, es gibt hier schwierigere Ecken. Nein, ich meine gar nicht wegen Ecken, ich meine einfach nur, guck mal, wir haben ja im Ruhrgebiet, ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet, es ist ja ein übertriebener Strukturwandel, ne, von Alpen und so weiter. Und das, was ihr macht, ist ja die Zukunft. Also, oder die moderne Bar sozusagen für die Leute. Das gibt's ja gar nicht, nicht unterstützt. Die Leute verstehen es auch teilweise nicht. Ja. Wie machen die Geld? Wie läuft das? Ja. Aber zeig mal. Also ja, gerne. Also ja, die Bar natürlich, logischerweise. Ne? Und die Idee dahinter war ja letzten Endes, ganz am Anfang haben wir gesagt, eigentlich machen wir hier nur Events. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, aber wenn wir hier schon so einen ganzen Laden haben, lass uns hier auch regelmäßig aufmachen. Ja. Ne? Und beim Wochenende waren meistens Events. Dann habe ich gesagt, machen wir so Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag auf. Mhm. Und dann kommen die Leute hier vorbei, die machen ja alles. Die spielen hier eine Runde Konsole, PC, die machen Brettspiele, die machen hier Karaoke, singen mal. Hinten haben wir so einen Raum, da kommen wir später zu, wo man so ein bisschen hier so alte Geräte hat, wo man noch ein bisschen zocken kann. Ja, lass da hingehen, das ist eh lustig. Ne? Ja, ja, das ist halt so. Kicker war immer ein heißes Thema. Kicker, zeig mal, das sind aber, man muss sagen, wir hatten auch einen Kicker im Office, aber Leute, das ist das Profiteil, das ist der State of the Art. Ja. Und das ist nicht so laut. Und das war so laut, das mussten wir abgeben. Ulsport heißen die, glaube ich. So, das ist so einer unter Profilevel, glaube ich. Machen die nicht auch Tischtennis, diese Ulsport-Leute? Weiß ich gar nicht. Ulrich heißen die, glaube ich. Ulrich heißen die. Okay. Ulsport war, glaube ich, Tischtennis, ne? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, ja. Ja, du kannst ja halt überall zocken. Ne? Ja, wir können gleich nochmal. Footage machen wir gleich, ne? Ganz in Ruhe. Da ist Elvis. Von Tekken. Ja. Krass. Es ist so ein Mini-Paradies für Kids auch, ne? Und die Leute können ganz easy kommen, kannst in eine Bar und kommen und dann irgendwie auch zocken. Zocken kostet auch, also außer du willst hinten diesen speziellen Gaming-Räumen. Ja. Das kostet ein bisschen, aber wirklich nicht viel. Ich glaube, 10 Euro den ganzen Tag. Aber sonst Konsolen oder hier vorne PCs sind alle umsonst. Ah, okay. Du kannst einfach vorbeikommen. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau. Und das Einzige, was wir wollen, ist halt, dass die Leute sich mal was zu trinken holen. Ne? So, hol dir mal ein Red Bull, Wasser, was auch immer, ist auch egal. Hier hatten wir früher Kinositze drin. Ich habe damals immer davon geträumt, ein kleines Kino zu haben. Dann habe ich hier 24 Kinositze reingemacht. Und in Corona-Zeiten durfte man ja nicht mehr nebeneinander sitzen und so. Ja. Und dann haben wir die abgerissen. Ja. Dann haben wir gesagt, dann machen wir hier ein paar Couchen. Ja, eigentlich total geil. Hier im Dune gucken, Leute. Dune 2. Kannst du das auf der Kamera eigentlich sehen, wie groß das ist? Das ist voll big. Man sieht das immer bestimmt nicht, ne? Hier, so. Ja, und hier machen die Leute sonst so Mario Kart-Turniere so Karaoke singen. Ja, und hier das natürlich. Ich habe ja immer alle Sachen so gemacht, was ich wollte. Ja, früher, ja, weißt du? Ich habe immer gesagt, so Arcade-Geräte finde ich voll geil, wo man so ein bisschen rumschießen kann. Arcade ist ja Legende. Guck mal, achte mal. Bisschen hier so, bisschen. Geil. Aber hier muss man schon zahlen. Ja, die muss man zahlen. Hier, das ist ganz normal Coining, ne? Ja. Also muss jetzt kein. Wo hast du die Geräte her? Kriegt man das so? Wir haben so einen Kollegen, also was heißt das, ein Bekannter, der hat diese ganzen Geräte und verteilt die in ganz Deutschland. Ah, okay. Ist schon, Grüße Monopol gehen raus. Wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, wie viele es aber. Es gibt nicht mehr viele Leute, die das machen, aber er schickt die überall hin. Mit seinem Sohn auf jeden Fall. Der Mann ist spezialisiert. Krasser Hardworker auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, der macht auch gutes Geld, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich meine. Es ist eine Nischengeschichte, aber wenn du da einer der wenigen bist und das ist ja auch so. Also, ey, so ein Ding zu Hause ist Traum irgendwie. Ja. Da, auch nicht mal zocken, nur das Schnitt. Das sieht einfach schon gut aus. Für den Stream im Hintergrund. Das einfach nur zu hast haben. Du recht. Das Fatal Fury kenne ich nicht, aber sieht aus wie Street Fighter. Sieht auch ein bisschen aus wie Street Fighter, ne? So Ken. Ich erinnere mich noch, als wir beide mal in Köln, das ist auch Jahre her, dann hat nämlich deine Company Dingens gemacht. Lass Footage gleich machen. Deine Company hat damals produziert für so ein Street Fighter Turnier, für Red Bull Street Fighter. Ah, da warst du auch. Das war einer der ersten Male, wo wir mal zusammen... Ja, im Adonien, in der Nähe vom Pascha. Da gegenüber dieser Schrottplatz. Ja, das war eigentlich eine ziemlich coole Location. Dann haben die Jungs im Stehen waren, die hatten so... Das habe ich noch nie gesehen, obwohl ich mein Leben lang 100 Jahre zu viel Street Fighter gezockt habe. Hatten die so ein
die Fernbedienung war an deren Körper irgendwie, war das so, erinnere ich mich? Oder war das so? Nee, so. Ja, ne? Ich weiß nicht mehr, wie das war, aber das war so ein riesengroßes Teil. Die haben so ein Pad gehabt. Genau. Und dann hat er so... Ja, also auf dem Level das zu spielen, ist wirklich krass. Also die sind halt wirklich, die sind wirklich krass. Ja, übrigens eine meiner Lieblingsmaschinen von früher, diese Tanzmaschine. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Sag mal, bitte geh da, von daher kannst du, das ist ja so dieser Film hier, ne? Ja. Und davon gibt es halt auch, wenn du die so in der Öffentlichkeit suchst, so gut wie gar keine mehr. Weil die gehen natürlich irgendwann auch immer kaputt. Und ich weiß nicht, ab und zu werden nochmal neue gebaut, aber in Deutschland ist das nicht mehr so bekannt. Das letzte Mal, dass ich das gesehen habe, tatsächlich habe ich vorhin schon erzählt, auf Malle in Spanien. Diese Gaming-Centers gibt es in Spanien voll viel. Konami, Alter, diese Namen, Alter, krass. Ja. Das ist Retro, Mann. Ja. Das ist Shit, Alter. Arcade, Konami oder auf jeder guten Kirmes darf natürlich. Ja, das ist glaube ich, das wird bestimmt auch wieder neu produziert. Das ist eine Gaming, das ist eine Geldmaschine, das Ding hier. Sag mal, wie das aussieht in der Cam. Das ist wild, ja. Das ist wild. Das ist wirklich krass. Bam, 800, ja. Na geil. Und natürlich das Classic so. Ja. Und ich muss sagen, das ist noch einer der geilsten mit der Kurvy. Guck mal, der ist so ein bisschen curvy. Findest du es mit der Kurve gut? Ich bin ganz ehrlich, Weiß ich nicht. Ich fand immer gerade am besten. Aus. Ach so, okay. Es sieht so geil aus. Es sieht cool aus. Ich fand immer die Geraden am besten. Aber ich sag mal so, dadurch, dass wir die gestellt bekommen, beschwere ich mich nicht. Ja, nö, okay. Also, das ist ja... Geil. Gut, das ist ja wahrscheinlich am neuen Film an. Das ist wahrscheinlich eine Maschine, die gibt es öfter, ne? Ja, auf jeden Fall. Und da der Klassiker Auto Racing. Aber das muss man sagen, als wir vielleicht noch jünger waren, haben wir es vielleicht öfter gespielt. Heute, das ist nicht mehr so wie früher, dass da jeder unbedingt irgendwie am Racen möchte. Ja. Ich glaube, mittlerweile kann man auch zu Hause schon relativ einfach. Ja, und ich hatte so von Logitech mal 2, 3 Sitze zu Hause, weißt du doch noch? Ja. Genau. So Logitech, Playseat oder wie die hieß. Genau. Aber das ist ein gutes Stichwort, denn da haben wir uns kennengelernt auf der Messe. Ja. IFA-Messe. Logitech-Stand. Ich habe für die gearbeitet und das auch mit denen was gemacht. Ja. Beide verschiedene Abteilungen. Und da haben wir uns kennengelernt, das weiß ich noch. Stimmt, wir hatten das Racing-Event gemacht. Ja, und weißt du, erinnerst du dich, wer da war, welcher Fahrer? Ein jüngerer war das. Ja, der 17 Jahre alt, Lando heißt er. Ja. Lando. Digga, weißt du, wie big der ist? Ehrlich? Ja, weißt du gar nicht? Nee. Digga, der ist Nummer 1 Formel 1 Fahrer. Also der ist Top 10, Mann. Ich schwöre es dir, kein Scheiß. Wie hieß der nochmal? Lando? Ja, ich kann mich immer gut daran erinnern, weil der... Der war ja wirklich so up and coming. Ja, der war 17. Und wir haben auch Fotos gemacht und ich habe auch so eine McLaren-Mütze von ihm mit Autogramm damals. Ich habe damals aus Spaß gesagt, mach mal ein Autogramm, man weiß nicht, wo der landet. Ne? Jetzt ist es auf. Der hat mir sogar gefolgt eine ganze Zeit lang. Jetzt nicht mehr? Ne, sehr entfolgt. Du bist ja nicht mehr dick genug. Sein Manager so, wer ist das? Also, der hat mich mal kennengelernt, aber mach mal weg den Scheiß. Der hat auch ein paar Millionen. Ne? Ja, jetzt, ne? Das ist so gegangen. Als er in die Formel 1 gekommen ist, ich glaube, da war der noch nicht Formel 1. Nee, der war noch nicht Formel 1. Nein, da kann ich mich erinnern. Der fährt McLaren, hat natürlich eine Richard Mille an. Richard Mille Uhr, 1 Million Euro, weil klar, McLaren Sponsor, weißt du? Also die haben ein Ding. Und warum ich was mit denen zu tun hatte, war, Logitech hat McLaren mal gesponsert. Also die waren ein Big Sponsor darauf. Ja. Da stand auf der Maschine Logitech. Deswegen hatten die so einen riesen, sagen wir mal, so eine Maschine da, aber für das Game. Ja. Und dann hatte er die Rekordzeit da drauf irgendwie. Ja. Genau, krass, Digga, was für ein Ding. Wo wir krass. Das ist, glaube ich, schon lange, 2016, 17 oder so hat, ne? Ja, war auf jeden Fall ein Stück vor Corona, ne? Nee, das ist lange, lange her. Und dann hast du mir immer gesagt, er war auf jeden Fall der, der mir gesagt hat, du musst auf Twitch, Twitch ist das Shit. Aber das hat noch 3 Jahre gedauert, bis die Hip-Hop-Welt kapiert hat. Ja. Ja, zu langsam. Das ist krass, ne? Als wir das erste Mal drüber geredet haben und dann... 2018 war ich das erste Mal auf so einer Testsituation auf Twitch. Das muss in der Zeit sein, vielleicht ein Jahr vorher hast du mir das gesagt. Ja. Crazy. Wie viel Quadratmeter hast du? Mit oben drüber, fast 2000 sind das. 2000 Quadratmeter. Ja, wir haben noch eine Wohnung oben drüber, wir haben halt noch unten unser Lager. Ja. Ich weiß nicht, hier sind jetzt die Räume bestimmt zu, sonst könnte ich dir vielleicht noch ein, zwei Räume zeigen. Ein bisschen Räume, genau. Also hier, ach guck mal, sogar dein Team arbeitet auch hier? Ja, normalerweise. Das ist ein Riesenteam. Ach, genau. Schau mal, wie krass das aussieht. Hier haben wir noch so ein Studio, das ist so ein kleines Remote-Studio. Wow. Schon cool. Hier müssen wir hier kannst du so News machen, so Basketball-News. Genau. Ja. Das ist ja, du bist ja ausgestattet, das ist ja unglaublich. Ja, wir haben halt schon viel abgebaut jetzt wegen der Veranstaltung, ne? Wegen der Gamescon. Genau, ja, das sind diese PTZs. Ja, ne? Ja, das ist brutal. Die sind eigentlich ziemlich nice. Ja, die ist brutal. Kannst halt remote steuern und davon haben wir ja relativ viele. Die haben wir jetzt aber bis auf die eine anscheinend alle abgebaut. Selbst gebaut auch?
bauen lassen. Oder bauen lassen, ja. Ja, ja. Also so, damit wir einmal ein vernünftiges Setup haben, wo das man... Das ist richtig geil. Macht ihr hier auch regelmäßig was oder vermietest du das? Vermieten. Auch, ja. Wir haben so eine Partnerschaft mit unserem lokalen Footballverein. Ja, ja, das sieht auch genauso aus. Das sind die Ravens. So. Die sind jetzt mittlerweile in der dritten Liga. Die sind von null jetzt mittlerweile in der dritten Liga. Ja. Die unterstützen wir schon länger. Super geil. Und wir können gleich auch mal runtergehen. Zeig ich ja, das gerne, mal. Gerne. Hier ist nichts. So wie viele Abstand. Mitarbeiter hast du? Also, wenn wir alles zusammennehmen, mittlerweile sind es knapp 100. 100 Mitarbeiter? 90 plus 100. Ach du Scheiße. Aber dann ist halt alles zusammen, ne? Ja, ja, hier ist die klar. Küche ist jetzt hier gerade aus. Sieht geht man Licht an? Ich guck mal, ist das ein Schalter? Also nicht, ja. Guck mal, du kennst besser aus als ich jetzt schon. Ja, ich war ja hier schon mal, aber die Küche war nicht hier, als ich hier war. Die ist in Corona-Zeiten dazu gekommen. Da war ich noch nicht hier. Ich war ja schon viel früher. Guck mal, bald Kochshow Ruth hier. Hey, Mann, was ist das für eine geile Küche? Kann sein, dass du so eine auch zu Hause hast? Ist das dieselbe Kamera? Ist nicht die gleiche Kombination. Ja, aber die sind so ein bisschen so... Ja, ja. Nee, deine hat so einen oldschooligeren Touch. Ja, ja. Ja, ja. Die ist hier von Simetic, die haben wir gesponsert bekommen in Corona. Heiß. Ich liebe Küchen, weißt du? Ja, ist auch wirklich, guck mal, wir haben super viele Kühlschränke. Da ist ein Kühlschrank, da ist ein Kühlschrank, da ist ein Kühlschrank. Nee, das ist so ein geiler Kühlschrank für, Küche für eben eine geile Show zum Beispiel, ja, voll. Wir haben ja auch mit Aldi und so schon ein paar Shows gemacht, ne? Und auch mit ein paar anderen. Und für jedes Event machen wir, wenn wir live streamen hier, dann wird hier live gekocht. Komm, manchmal gibt es so einen Profispieler, der gute Hugh Marine, Grüße gehen raus, der macht hier live Pizza mit seinem Backofen. War der nicht auch bei dir zu Hause? Ja, ja, der die Pizza hast du gegessen, ne? Ey, der ist, ey. Der Mann ist das ist doch der Gamer auch. Ja, der einer der besten Soccer-Spieler. Der ist ja eine Legende. Der ist krass. Ja. Der ist ja ein Big Name. Ich folge dem immer, seitdem wir uns kennengelernt haben. Ja. Der ist ein geiler Typ. Und macht noch einfach zufällig eine geile Pizza. Wollen wir runtergehen? Ja, klar, wir müssen runtergehen. Bisschen dunkel, Leute, aber ja, wird glaube ich, Bewegungsmelder. Dann wird es ein bisschen heller. Ja, der Typ hat irgendwie seine eigene Pizza-Dings mitgebracht. Ja. Genau, Rezept, eigene Maschine. Und dann hat er uns Pizzen gemacht. Und die waren brutal. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht, aber... Das ist doch lange her, dass ich hier war, Alter. Genau, die Räume haben wir hier so ein bisschen erneut. Aber wir bereiten gerade alles vor für die Veranstaltung. Ja. Damit wird auf der LAN, hier werden die PCs vorbereitet, die ganzen Stühle, alles was so geht. Ja. Normalerweise könnte man aber hier so 5 gegen 5 zocken. Ne? Mm, ja, klar. Und, guck mal, ein Traum für jeden Bitcoin-Miner. Let's go. Let's go, Mining. Geil. Ja. Ja, dann geht's hier weiter, das ist unser Lager. Hier sind noch so Beleuchtungen und sowas. Stimmt, hier dran erinnere ich mich. Wow, das ist bestimmt natürlich, wollte gerade sagen, lohnt sich ja eigene Techniker, eigene Leute, ne, die sich so Freaks sind. Genau, und da sind die ganzen eingelagert. Na, hier werden die Sachen halt immer in die Kisten reingeschmissen. Komm bitte einmal her, das ist eigentlich voll die Filmszene. So. Eigentlich so hier so der Typ, der dann... Und dann während dieser Detektiv drüben noch redet, du hörst noch seine Stimme, wie er sagt, wir müssen ihn erwischen, der baut die nächste Bombe und dann dieser Typ. Guckt und ist am Schrauben. Oberschulter. Du hast ja wahrscheinlich für die ganzen Sachen auch Sponsoren, ne? Ja, nicht für alles, aber. Also Technik. Technik musst du halt immer kaufen. Ja, Monitore ich sind sagen, gut. Weil das ist ja schon teuer alles. Ja. Aber gut, damit verdienst du natürlich auch Geld. Ne? Wenn du Hardware verleihen kannst, das ist eigentlich das Beste, besser als Personal. Das machst du, ne? Ja. Also wir gehen, wenn wir auf Produktion gehen. Ja. Da ist natürlich die, wenn du die Hardware hast, wenn du die vermietest sozusagen, das rechnet sich natürlich meistens mehr auf lange Sicht dann. Ne? Jetzt musst du mal erklären für die Leute, also jetzt ist es natürlich ein bisschen crazy. Du hast angefangen mit Warcraft als Hobby, dann hast du mal Preisgeld gewonnen, okay. Aber was ist da jetzt? Also wie ist diese Transition? Dann habe ich angefangen bei Giga damals zu arbeiten. Stimmt, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Daher kennt man dich vielleicht auch. Vielleicht kennt wenn man schon alt ist, dann vielleicht. Wenn man so 40 aber ist. Aber Giga, das kennt schon alle, glaube ich. Ja. Und wie hieß die Sendung nochmal? Also es gab dann Giga Games. Genau, Giga Games. Und da war ich erst Giga Green, meinst du, glaube ich. Green. Da gab es Musik und Giga Games war halt der Games-Sender, beziehungsweise die Games-Sparte. Da war ich erst Gast, dann gab es später irgendwann Giga E-Sports als Abteilung. Ja. Und dann habe ich da angefangen, dann haben sie ja auch E-Sport wirklich dediziert gemacht. Dann gab es sogar noch einen Streaming-Sender on top, Giga 2. Mhm. Und dann war ich immer so in beiden Welten und habe da live übertragen. Und dann habe ich irgendwann angefangen von zu Hause aus, weil die Technik langsam so weit war, dass man streamen konnte. Und dann, ich glaube immer noch, dass ich so mit der erste Streamer überhaupt
Auf welcher Plattform damals? Damals gab es am Anfang Octoshape. Das war, da musst du so ein Plugin runterladen. Und das war vor Own3D, vor Twitch, vor Justin TV. Ja, ja, ja. Das, deswegen meine ich, dass... Da, Ustream kenne ich noch. Ja, das, genau, ne, das war davor sozusagen noch. Ja, und das war so die Zeiten, wo du brauchst noch Hilfe, so ein bisschen technisch, weil das war alles noch nicht ganz so easy. Und deswegen habe ich dann von zu Hause angefangen, aus meinen 50 Quadratmetern Hintergrund, Küche und Hantelbank. Und das war natürlich eine coole Zeit. Und daraus wurde dann eine 200 Quadratmeter Wohnung mit eigenem Studio sozusagen. Und da habe ich aber gewohnt. Und dann bin ich hier hingekommen. So. Aber die, es gibt ja eine Transition. Irgendwann hast du ja entschieden, ich produziere jetzt auch für andere Streams. Genau. Ich habe angefangen erst vor der Kamera selbst. Und irgendwann bin ich mir hinter die Kamera, habe Formate gebaut, habe eigene Events gemacht. Für und andere Artists. Für erst für uns selbst und dann für andere. White Label sagt man ja immer. Ja, ja, so, dass dann irgendwelche Firmen gesagt haben, Publisher, ne, wir wollen unser Event, unser Spiel präsentiert haben, hier bekommst du Geld, mach mal. Und dann habe ich Sponsoren vielleicht noch gesucht, die noch on top Geld bezahlt haben. Ja, ja. Und jetzt, letztes Event, was wir gerade gemacht haben, vielleicht auch einige gesehen, Stream Awards, das haben wir produziert. Ich wollte gerade sagen, Stream Awards ist ja, Stream Awards, das haben ja jetzt wahrscheinlich die meisten gesehen und die meisten, die Twitch machen, haben das gesehen, das ist ein Big Teil. Und wenn ihr das gesehen habt, das hast du produziert. Genau, ne? Und dann sitzt da die Crew und sitzt das alles um. Was ist der, also ich habe, ich weiß das, aber für die Leute, damit man das so ein bisschen versteht, wenn ich nämlich deinen Job erkläre, dann sagen die Leute immer, ja, ein bisschen wie eine Fernsehproduktionsfirma. Aber dann sage ich, ja, aber mit dem Unterschied, dass du halt dieses Gefühl für die Leute hast, für die Szene. Wir kommen natürlich aus der Szene. Wir sind erst eigentlich eine Community gewesen, die sich entwickelt hat und irgendwann eine Produktionsfirma auch war. Das heißt, wir verstehen die Szene auf der einen Seite und auch konzeptionell, inhaltlich und wissen, was die Leute cool finden. Ja, besonders der Look, euer Look ist anders. Ja, er ist halt mehr so, wie sagen wir mal, twitchiger, weißt du? Ja, klar. Und da geht auch noch viel mehr, meiner Meinung nach. Das wird sich hoffentlich auch noch mehr entwickeln. Genau, und das ist unsere Stärke sozusagen. Ne? Ja, wir haben ja letztens über die Ballers League geredet. Ja. Eine geile Sache, ne? Gibt noch bestimmt noch Luft nach oben. Und da hast du mir auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich es offen sagen darf, aber du wirst auch immer wieder angefragt für sowas, ne? Ja, man ist natürlich in Gesprächen, sagen wir es mal so. Ne? Und es ist ja nicht die einzige Liga, die kommen wird. Genau. Und das ist natürlich genau das, was wir feiern. Ne? Das ist so... Live-Übertragung, sehr interaktiv, alles so auf Twitch-Community, also auf eine jüngere Zielgruppe ausgerichtet, die viel aktiver ist, mit Creatoren, viel Gamifizierung. Ja, bei der Ballers League hatte ich nämlich das Gefühl, das ist nicht so twitchig und nicht so gamifiziert. Ja, es war sehr fernsehmäßig. Ja. Zu sehr. Die haben so viel Potenzial, aus meiner Sicht, was noch nicht ausgeschöpft ist. Da wird der Elias wahrscheinlich anders abgehen. Ne? Wahrscheinlich, ich glaube auch. Also jetzt hat er noch Franck Ribéry gesigned. Ja, ich habe die Trailer gesehen, das ist ganz big. Ja, ja. Aber das ist das eine. Big Names haben die anderen ja auch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die verstehen das Produkt besser. Die können es einfach. Die feiern das auch mehr. Das ist wirklich so, die haben selber, die feiern das einfach. Ja, und die sind jeden Tag 24/7 sind die vor der Dings. Ja. Und Eli ist auch noch Fußball und gleichzeitig auch Gaming. Ne, und Livestreamer halt. Ne? Und kann man das sagen? Bist du da irgendwie involviert? Ich sag mal so, wir führen mit den potenziellen anderen Ligen, die es noch gibt, auf jeden Fall Gespräche. Okay. So, ne? Und da muss man mal gucken, was da rumkommt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, weil ich glaube, dass wir da echt gut, sehr, sehr gut dafür sind. Kann man sagen, dass du so ein bisschen Monopol hast in Deutschland? Oder bist du einer wenigen, ne, die das machen, die so das auch können? Ja, also ich glaube, es gibt schon noch so ein, zwei andere vielleicht, aber was den Bereich angeht, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Wir sind super vernetzt. Ne? Wir haben natürlich auch schon sehr viel gemacht über die letzten, weiß ich nicht, über 10, 15 Jahre. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja ein Urgestein, hört sich ja an, als ob du so alt bist, weil die Szene ist ja noch nicht so alt. Ja, ja, genau. Du bist einer der ersten, wie du schon gesagt hast, vielleicht Streamer, du bist einer der ersten, die Warcraft-Preisgeld gewonnen haben. Daher, du bist ja eh mit allen aufgewachsen. Ja. Fun Fact ist, du kennst Marc Gebauer aus der Zeit auch. Als der noch Counter-Strike Source gecastet hat. Ja, egal, von da ist es so. Verrückt, aber der war schon immer in diesem Anzug, ne? Ja, ja, mein erster Anzug, den ich mir geholt habe und schöne Schuhe, das Marc mit mir in Hannover für die CeBIT. Nein. Okay. Da habe ich das erste Mal gehostet auf einer Bühne auf der CeBIT und da hat er gesagt, komm Dennis, wir gehen jetzt los, ich helfe dir jetzt mal und dann hat er gesagt, wir müssen diese Schuhe nehmen, diese. Ja, geile Nummer mit dem Anzug, geiler Wiedererkennungswert, aber ich muss sagen, die Rocket Beans und so, da kennst du die wahrscheinlich auch, die sind ja Teile davon, sind die auch aus der Game, Giga-TV-Geschichte. Die sind ja sogar so richtig Core, gerade so. Ja, die waren da noch richtig Gesicht. Ja, ich kenne ein paar noch mehr als ich auch. Sicher noch so. Der Eddie zum Beispiel, ganz altes Gesicht. Ja, ne? Und der Buddy. Eddie ist aber auch altes Gesicht, auch muss man noch mal betonen. Ja, aber super Typ. Ja, ja, also genau, die sind natürlich auch aus der Zeit und die sind noch mehr Mainstream Gaming immer gewesen. Wir waren ja auch ein bisschen mehr E-Sport. Das hat sich jetzt alles auch ein bisschen verschoben. Das war so nischiger, genau. Ihr wart noch mal ein bisschen die Freaks so. Ja. Ne? Und jetzt ist das so Big Time. Aber gleichzeitig, nächstes Thema,
habe ich gestern auf den, jetzt ist interessant, dass wir uns heute treffen. Eigentlich wollten wir uns letzten, also das muss ich erzählen. Eigentlich wollten wir uns letzten Freitag schon treffen. Eigentlich wollten wir uns auch schon 100 Jahre, aber letzten Freitag hatten wir ein richtiges Datum. Toxic ruft mich an, ein Mitarbeiter will deine Nummer haben, weil der hat in deinem privaten Kalender einen Termin gesehen, er kennt dich nicht und er hat deinen Kontakt nicht. Alle anderen Kontakte wurden kontaktiert und umdisponiert. Nur du noch nicht, so worum geht's? Du hast geheiratet und die wollen mit dir einen Überraschungsjunggesellenabschied machen. Du darfst nichts sagen, dein Termin fällt dann quasi auch aus. Ich so, okay. Und dann habe ich dir die ganze Zeit vorgespielt. Ja klar, wir sehen uns auf Freitag. Ich wusste aber, die haben ihn entführt übers Wochenende nach Holland und schön gefeiert. Ja, war mega. Deswegen nochmal verschoben. Aber dadurch, finde ich interessant, ist diese andere Geschichte entstanden. Du hast gestern auf LinkedIn so ein Video gemacht. Ja. Und erzählt, dass ihr leider viele Leute in Kurzarbeit schicken müsst. Korrekt. Das hat mich entsprechend geschockt, weil ich dachte so, hey, eure Welt ist doch die hier. Das ist doch, ihr seid doch die Neverending Story seit den 80ern. Gaming, Streaming, Gaming, jetzt E-Sport. Also was ist das Problem? Ja, stimmt auch. Ich meine, Gaming wächst ja auch super krass. Ne? Ja. Wir können ruhig auch den Tisch wechseln. Gaming wächst natürlich super krass. Man darf aber immer nicht so ganz vergessen, erstmal der Markt gerade ist wirklich in einer krassen Konsolidierung. Ja. Wenn du die ganzen großen Spielehersteller anguckst, die kündigen gerade alle weltweit 10-15%. Egal wer, also wirklich die Top-Tier. Ja. Von Sony PlayStation bis Riot, wo League of Legends, Valorant ist und was es sonst so alles gibt, Blizzard, Activision, Microsoft. Ja. Und das hat natürlich auch Auswirkungen für uns. Wir sind ja mit dem, was wir tun, schon ein Stück weit Dienstleister, ne? Gerade bei Produktion. Ich würde sagen, du machst auch viele Sachen. Du aktivierst, du machst Brands, ihr macht auch Sales, ihr supportet, consultet. Genau. Consulting, würde ich sagen, und natürlich auch Dienstleister. Hey, wir produzieren für euch, aber wir haben auch die Geräte. Korrekt. Und ey, dir fehlt noch ein Star, haben wir auch noch, kennen wir auch noch Leute. Also genau, deswegen muss man das so ein bisschen unterscheiden, weil wir haben auch haben mittlerweile auch ein paar Unternehmen so ausgegründet. Ne? Und TechDV macht jetzt fast hauptsächlich nur noch Eventproduktion. Okay. Das ist auch die einzige Firma, der es wirklich, ich sag mal, verhältnismäßig schlecht geht. Ne? Die einzige, die rote Zahlen schreibt. Die anderen sind soweit gesund, ne? Okay. die machen Beratung und so weiter. Ne? Das ist okay, aber das ist halt auch die größte für uns. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Also TechDV macht die meisten Ausgaben und das Einnahmen. Sind auch die 100 Leute sind dann da oder überall? Das ist zusammen dann. Okay, ne? Dann, verstehe. Da, genau, deswegen meine ich auch, alles zusammen ist ungefähr da. Wie viele Companies sind das? Fünf? Fünf Companies. Fünf, ne? Ja. Genau. Okay. Und was denkst du, warum das so ist? Also klar, Corona. Ja. Ey, Corona gab es einen super Peak. Super Hype, super viele Leute eingestellt, super viel Marketinggeld ausgegeben. Was haben wir noch nicht gesehen? Vielleicht mal den Raum hinten angucken. Und jetzt ist es halt so, dass die Firmen halt super cutten. Und klar, Marketing wird halt oft als erstes gespart. Ne? Ja. Das macht ja auch Sinn, logischerweise. Ist immer so. Wenn nicht wirbt, stirbt. Aber komischerweise wird immer trotzdem am Marketing erst. Wir sind ja auch Wirt. Ne? Und klar, der Markt ist gerade super schwer. Ich glaube natürlich grundsätzlich, dass der Games-Markt in den nächsten Jahren trotzdem krass weiterwachsen wird. Ja. Also es ist eine Phase. Es ist definitiv eine Phase und es ist auch ein bisschen Umstrukturierung wichtig. Ne? So Sachen wie die Stream Awards und ähnliches. Ja. Wir arbeiten viel, viel mehr jetzt auch mit Creatern zusammen. Ja. Ne, die Gamescom ist ein gutes Beispiel dafür. Da kommen viele krasse Creator und wir machen Formate mit denen. Ja. Die wiederum kannst du natürlich anders vermarkten, kannst anders bewerben, andere Reichweiten und das ist natürlich für Brands auch super spannend. Ja, klar. Und da haben wir so eine, da sind wir, glaube ich, eine gute Brücke, weißt du, so in alle Welten. Ja, also ich muss sagen, klar, es gibt so Events wie zum Beispiel Borussia und so habt ihr mal gemacht, Dortmund, da habt ihr für die mal, was habt ihr eigentlich für die gemacht genau? Einfach ein Spiel gestreamt oder, die Party gestreamt? Oder wir was haben nur das Opening haben wir, die Technik und sowas zur Verfügung gestellt, die Umsetzung gemacht. Ja, ich meine, das gibt sowas, dann ist man sehr so, das ist ein klarer Job so. Genau, das ist wirklich eine Dienstleistung. Ja, genau. Und dann gibt es Stream Awards, da kann man sich natürlich viel mehr auch einbringen. Ne? Da bringen wir eigene Ideen vielleicht auch mit rein und können ein bisschen tiefer reingehen. Ist zu dunkel hier, ne? Ja, sorry Leute, aber es ist natürlich, Leute, ihr müsst wissen, wir sind auch schon Gäste und so, deswegen zeigt aber vielleicht mal die hier, das ist richtig geil hier. Ja, können wir nochmal reingehen? Ja, wir können reingehen, ist natürlich schon ein bisschen abgebaut jetzt, weil wir die ganzen Rechte haben, aber wir können ruhig mal reingehen. Komm, wir gucken einmal rein. Normalerweise stehen hier überall PCs und Monitore und die Leute können hier 5 gegen 5 zocken. Das sind so gespiegelte Räume. Ah, okay. Okay, wie geil ist das denn? Das sah von da aus, dass es so weitergeht. So, und dann hast du halt deinen Rechner und deine Monitore hier, kriegst das ganze Equipment gestellt. Ja. Und kannst halt hier eine Runde daddeln. Das schön halt Logitech hier alles. G. Ja, muss man den ja lassen, ne? Ja, das ist natürlich top-notch. Gibt es ein paar gute Firmen, aber ich muss sagen, Logitech
muss ich sagen, klar, guck mal, die Company, die kennt man lange, die Geschichte ist auch sehr interessant, auch, ja, ne, die kommen aus Apples, dies, Mars, Maus, dies, das, ja, super. Aber ein bisschen haben die Streaming verpasst oder verschlafen, ja, da kommen die aber jetzt nach. Ja, die voll. Haben halt, es gibt halt, interessanterweise, aber das ist ja in jeder Branche so, wenn du eine, als großer Player, vergisst du manchmal diese kleinen Nischen, weil du musst dich auf die großen Taten. Du hast ja genügend Aufgaben, ehrlicherweise. Und dann, genau, und dann kommt zum Beispiel einer, der Elgato jetzt, oder so. Elgato, wollte ich gerade sagen. Das ist ja, ein Player, wo du so denkst, ja, Logitech bestimmt so. Und auf einmal sind die halt in den Streamern überall. Sind die so hart in der Streaming, mit dem Wachstum vom Streaming. Voll. Aber es gibt ja beinahe, und das ist eigentlich verrückt, weil die Produkte von Elgato, geil, keine Frage, die sind geil, so hat doch jeder, ist auch cool. Aber ist jetzt kein, die haben ja ein Rad nicht irgendwie, sie haben keine große Erfindung, aber die haben verstanden, was brauchen die Leute. Und Kompatibilität für alles und so. Ne? Was ist der Need, was ist der spezielle Need und rein da. Jetzt kommen natürlich viele rein, aber das ist, Elgato hat das schon, sich bereit gemacht. Willst du dich irgendwo setzen oder? Ja, gerne, aber wie du willst. Ja, lass uns noch mal kurz über die Kurzarbeit reden. Ja. Ich weiß, ein anstrengendes Thema, aber ich habe das gestern bei LinkedIn das Video gesehen. Auch cool, weil ich habe vor ein paar Tagen noch zu meinem LinkedIn-Kollegen gesagt, wir müssen LinkedIn mehr machen und so, Mann, das Business ist da und so. Und, aber ja, aber wir sind so, kein Bock auf diese Texte, die da so, ey, das ist, Mann, LinkedIn ist so eine, fühlt sich an wie, jeder Text ist, fühlt sich gleich an. Ja. Erst mit einem Hook, dann mit Würden, dann, Mann, ey Leute, wenn ihr einen langen Text bei mir seht auf LinkedIn, das habe ich nicht selber geschrieben. Mein Mitarbeiter, der nur das macht. Ja, was soll man machen, Alter? Aber nein. Wir haben, es ist spannend, und dann immer diese Sprache. Es ist spannend anzuschauen, die Entwicklung in diesem Markt. Und dann gleich die Kommentare. Das ist ja scheiße. Ja, deswegen habe ich zu meinen Leuten gesagt, sollen wir nicht da unsere normale Sprache machen einfach und gucken. Das ist aber so mache ich es ja eigentlich auch. Ja, wenn du guckst, fand ich es geil, dass du ein Video gemacht hast. Ja. Weil ich will auch ein Video einfach machen. Man kann auch Livestreamen da übrigens. Demnächst kann man es swipen wahrscheinlich. Ich hab's einmal gemacht. Wir haben ja sogar Stories versucht. Ja, das haben sie direkt wieder gelöscht. Ne? Besser war das, glaube ich. Ja, also ja, das Kurzarbeitsthema. Ne? Also ich glaube, für mich war das ja diese Woche habe ich das gepostet. Ja. Ne? Aber das ist wahrscheinlich schon. Und davor die Woche habe ich das dem Team mitgeteilt. Hier, also wirklich hier. Ja. Ne? Ich stand da vorne und hier waren alle am Sitzen. Ja, ja. Alle aus ganz Deutschland auch hergeholt. Manche wohnen ja in Hamburg oder so. Ne? Und ich bin halt immer schon, so kennst du mich vielleicht auch, einfach ein ehrlicher, offener Typ. Ich sag einfach, wie es ist. So, wenn es gut läuft, läuft es gut. Ja. Bin ich auch confident. Wenn es nicht gut läuft, aber habe ich auch die Eier zu sagen, guck mal, jetzt so wie es gerade ist, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen was tun und müssen gucken, was das Richtige ist und das auch nach außen kommunizieren. Ich glaube, das nimmt auch den Druck für die Leute, die bei dir arbeiten. Auch sonst wissen Druck, die, Mann, du hast voll den Kopf. Dann. Und die Leute wissen ja sonst nicht, wie die damit umgehen sollen. Wie rede ich mit dem Kunden? Wie rede ich mit dem Partner und dies und das und jenes? So habe ich den ganzen Druck von den Leuten, ich sag mal, zu 90% weggenommen, weil die wissen einfach, was los ist. Ne? Und ja, ich glaube, das war halt wichtig. Man muss jetzt deine Mitarbeiter haben, nicht dieses Geheimhalten, nicht sagen. Ich sage immer Flurfunk, der Klassiker. Alle reden gesagt, über Flurfunk, dann so, hast du gehört bei der Firma, aber keiner sagt, die sind pleite und so. Wir sind jetzt nicht pleite. Nein, klar, läuft gerade nicht gut, Punkt. Ja, es ist so, ne? Aber wir gehen in die Richtung, meiner Meinung nach. Du passt dich an die Marktlage an, was ja positiv ist. Ja, Nee, das ist ja klar. Ja. Nur kann ich mir vorstellen, als junger Unternehmer, der du bist, es ist schwer halt irgendwie, man will ja das. Und guck mal, weißt du, was mir vorhin aufgefallen ist? Guck mal, das ist mein Kameramann. Wir haben uns gerade hingesetzt, zusammen Kuchen gegessen, alle quatschen zusammen. Ja. Wir sind ja in so Companies, wo alle auch cool sind miteinander. Ja, ja, ja. Es ist ja nicht so, du bist. Das ist definitiv. Toxic hat immer früher gesagt, flache Hierarchie, alles ist, jeder kann mitgestalten, sich einbringen und so. Und ich erinnere mich noch, damals hast du einen geilen Mitarbeiter gehabt, den habe ich ja kennengelernt. Der ist auf uns zugekommen, Marvin ist der. Ja. Gibt's den noch? Was den siehst du auf der Gamescom-Laden. Geiler Typ. Der war bei der größten Twitch-Extension. Ah, okay. Sound Alerts. Die machen den. Wie heißt das? Sound Alerts. Alerts, ja. Der war ein krasser Freak. Du hast immer früher gesagt, der ist so ein geiler Typ, ich kann den nicht lange halten. So, weil er so Rocket ist. So. Ja, und das ist es. Du bist mit den Leuten cool. Du bist teilweise mit denen hier, da, private, die kommen hier und die hängen dann in der Arbeit ab, nachdem die auch schon gearbeitet haben. Dann zocken die noch selber. Oder ja. Wir haben ein ganz anderes Verhältnis zu den Leuten. Und dann ist es natürlich noch mal schwerer, den Leuten zu sagen, ey, guck mal, was ist das? Ey, also, ich meine, es ist, wie es ist. Ich habe ja kein großes Geheimnis gemacht. Den Leuten das hier so mitzuteilen, das ist ja wie so ein eingestehen, dass etwas nicht funktioniert. Du bist selber auch mit dafür verantwortlich. Ne? Ich habe zweimal vor den Leuten geheult, so, ne? Weil es halt super schwer war,
den Leuten das mit, für mich persönlich, das mitzuteilen, Druck halt. Und die Verantwortung hast, auch ja, zu übernehmen. Ja, ja, und ich bin halt ein verantwortungsvoller Typ und manchmal vielleicht auch zu sehr, aber jeder ist so, wie er ist. Ne? Jeder hat so seine Charaktereigenschaften. Aber das ist auch mein Antrieb. Das ist auch das, was mich jeden Tag aus dem Bett holt. Und ich habe Bock, Sachen zu machen. Ich brenne auch dafür. Und ich mache das schon so lange. Ich ziehe einfach immer durch. Weißt du, bei mir gibt es einfach, mich kriegt man kaum kaputt. So, es ist halt super schwer. Ja, ey, das ist die Phase gerade. Mal gucken, wie es jetzt die nächsten Monate wird. Ich glaube, es gibt Erholung über Zeit. Ja. Aber jetzt gerade so April, Mai, Juni, das ist ja auch mit weiser Voraussicht, wären halt schon schwere Monate. Ich glaube aber Richtung August, September wird es halt auch wieder deutlich besser, weil da sehen wir schon, was so vor uns liegt. Ich sag mal, wenn ich so fragen darf, haben die Mitarbeiter so ein Vorahnungsgefühl dafür gehabt? Weil die natürlich arbeiten und ja, weil wissen... weil wir vorher schon transparent waren. Ah, okay. Wir haben immer mal wieder, wir haben jede Woche ein Weekly, wo wir miteinander sprechen. Und dann gibt es immer hier so die CEO-Corner, wo ich dann halt einfach mal so sage, was steht gerade an, was ist strategisch los. Ja, 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 ja. Und ich sag den Leuten dann auch so, hey, ne, wir haben gerade irgendwie diverse Pitches gehabt oder nicht gewonnen. Ja, ja. Der Markt ist gerade schwieriger, hier werden viele Leute entlassen, wir merken das für uns auch langsam. Ja, ja, sicher. Oder der und der Kunde damit will dieses Jahr kein Streaming machen. Budget ist auf einmal noch die Hälfte, Werbebudgets sind nicht mehr so groß, damit die Leute auch, die sollen nicht die ganze Zeit den Druck haben, aber ab und zu einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, wo steht der Markt. Ja, weil jeder guckt ja oft nur erstmal auf sich. Ja. Das ist auch erstmal okay. Nein, aber ein Gefühl dafür zu haben, damit man auch nicht total überrascht wird, wenn man und sagt, hey, du musst jetzt den Kurzarbeit gehen. So, jetzt ein neues Handy holen, neues Fernseher holen. Dann vielleicht, das ist deswegen eigentlich voll gut. Ja, nicht dir 6 Monate zu spät sagen und dann sagt einer, ich bin gerade umgezogen, ich habe gerade einen neuen Fernseher geholt. So, und da, wir haben auch, wir gleichen zum Beispiel jedes Kurzarbeitergeld auf 100%. Leute gehen mit dem gleichen Geld, ob die voll ausgelastet sind oder nur 20% arbeiten, die kriegen das Gleiche. Wie macht ihr das? Du kannst einfach auf eigenes Geld sozusagen das hoch, also ausgleichen. Okay, okay. Und, also kriegt ihr auch vielleicht Hilfe? Ja, Kurzarbeit funktioniert so, dass du 60% vom Staat bekommen kannst, wenn jemand 0% arbeitet. Ah, okay. Und wir gleichen den Rest auf. So, ne? Super. So, und das, damit die Leute halt eben nicht den Druck haben. Weil wir haben natürlich auch viele Gedanken uns darüber gemacht, was bedeutet, der eine ist verheiratet, der andere hat ein Kind und so weiter. Das meine ich gerade. Ist ja kein Spaß. Leute müssen sich kaufen, sich einen Fernseher auf Raten, holen noch einen Handyvertrag, haben vielleicht Kind bekommen. Genau. Und dann kann 300 Euro, 400 Euro... Macht einen Riesenunterschied. Gerade bei jungen Leuten auch. Natürlich, natürlich. Genau. Ja, deswegen so sieht der Markt halt gerade aus. Und, aber wir machen halt... Ich bin ja völlig davon überzeugt, wir machen einen krassen Job. So, wir machen gute Sachen, gute Produktion, wir sind gut vernetzt. Ich glaube sogar, also ich glaube ja, dass der Bereich, wo du bist, noch viel, viel größer wird, auch Competitor kommen werden. Ja. Ich glaube, der Bereich wird komplett, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber die Fernsehproduktionsleute, die mit Avid noch schneiden und so, das ist alles vorbei, Bruder, das ist vorbei. Komm mit ihrem Fernsehkamera raus, filmen so, es ist vorbei. Ja. Ihr seid gerade in einer sehr komfortablen Situation trotzdem. Ja. Es gibt 2, 3, 4 Competitor, das war's. Das wird ja die Zukunft. Das ist ja die Zukunft, ist nur das. Die Sache ist nur, ich denke, meiner Meinung nach, und ich bin wirklich da nicht so krass mit dem Kopf drin, aber ich sehe das nämlich am, was uns da trifft, ist zum Beispiel der Podcast-Markt oder so. Ja. Das war in den Jahren 21, 22 wegen Corona, war so ein maximaler Wachstum, der war unnatürlich. Ja. Das war wie mit Luxusgütern wie Rolex, war so ein maximaler Wachstum. Ich weiß, wenn man sich Marc Gebauers Blogs anguckt, hat immer gesagt, das wächst zu schnell, das, obwohl der Marc Gebauer ist einer, der hat das nicht gesagt. Kauft meine Uhr. Nein, aber es war einem klar, Bitcoin, Rolex, das war einfach so ein maximaler Wachstum. Du wusstest, es konsolidiert. Ja. Und das ist passiert im Podcast, bei Asus, bei denen, und jetzt halt auch bei euch. Aber ich denke, generell ist die Branche, man muss durchhalten, ist hier die Parole. Ne? Durchhalten, ja. Ja, und das machst du gut. Ja. Du bist auch kein Flossing-Typ, das ist das Gute. Du kommst nicht mit der dicken Karre, dem dicken Uhr und die Mitarbeiter müssen sich die nicht dicke Uhr habe ich von ihm übrigens. Naja, wo habe ich eine dicke Uhr? Ich habe nicht meine Uhr. Der hat eine Uhr. Meine Laufuhr. Nein, ich meine nur, aber das ist schon geil. Aber weißt du, was mich interessieren würde? Ich habe ja verhältnismäßig zu dir, ich bin ja erst seit kurzem, sage ich mal, komplett selbstständig, vorher ich war bei hiphop.de und habe eine verhältnismäßig kleine Company, irgendwo zwischen 4 und 6, je nachdem, wer gerade arbeitet und so. Und das läuft ja alles noch so über WhatsApp. Ich kann ja jeden schnell anrufen. So hast du ja auch angefangen. Ja, klar. Wie ist das jetzt, wenn man mit 100 Leuten ist? Du hast halt... Hat man zu jedem noch den Draht? Nein. Geht also, ja gar nicht. Nee, zu jedem kannst du nicht mehr den Draht haben. Und
historisch ist das ja meine erste Company sozusagen. Genau. Da habe ich den engsten Draht auch immer noch, weil ich da auch immer noch offiziell Geschäftsführer bin. Ja. Da habe ich auch die für mich persönlich day-to-day meiste Verantwortung. Ja. Die anderen Companies, da gibt es Geschäftsführer. Das heißt, zu den Leuten habe ich noch mal viel weniger Kontakt. Ja. Ne? Aber hier versuche ich schon zu allen zumindest mal einen persönlichen Austausch zu haben. Aber du hast natürlich Leute, mit denen du viel enger arbeitest, einfach bedingt durch Hierarchie und ähnliches und Strukturen. Aber ja, das ist ein spannendes Thema, dieses mal eben über WhatsApp. Ja. Bei uns gibt es das in der Größe, dass manche Leute das auch einfach gar nicht mehr wollen. Die sagen halt, ey, wir haben doch Teams, wir haben dies, wir haben das, lass uns da reden. Und muss man halt natürlich dann das auch... Ich sag dir ehrlich, das habe ich gehasst. Ich habe bei hiphop.de das ja mitgemacht. Ich war einer der ersten, als die Firma hat sich ja reformiert damals mit Toxic und so, dann waren wir eine kleine Truppe. Also das war so klein, dass ich mal auf Toxic Scouts gepennt habe, weil die Fahrt nach Hause zu lang war, unsere Filme. Ja. Dann wurden wir immer größer, größer, größer. Irgendwann hat Toxic angefangen mit, ey Leute, wir brauchen Trello. Wir brauchen Slack machen wir oder so. Und ich schwöre bei Gott, das sind so Sachen, die, also das ist bei mir DNA. Das ist bei mir genauso. Hass, weißt du, Hass. Ja. Aber natürlich hat das seine Vorteile, weil bei WhatsApp geht Scheiß verloren immer. Es geht verloren. Ja. Geht verloren. Es ist nur, um ganz schnell was zu lösen. Ja, ja, man muss, aber ich bin da schlechter drin. Ja, ich bin sehr schlecht. Herzlich willkommen in meiner Welt. Bei mir ist es genauso, aber dafür habe ich die guten Leute, die das halt pflegen und hegen. Man muss erkennen, wo ist man schwach, das abgeht. Wir sind halt kreativ, wir sind Impulse setzend, wir wollen Sachen machen. Ja, ja. Du hast immer die Leute, die halt die Sachen machen wollen und vorantreiben. Dann gibt es die Leute, die das ordentlich ausführen klar. auch. Ne? Ja, klar. Das ist natürlich für mich auch öfter eine Herausforderung. Ich hatte letztens erst eine Diskussion, ist zu viel, aber ein kurzes Gespräch mit jemandem, der mir sehr am Herzen liegt in der Firma, der gesagt hat, hey, können wir vielleicht umsteigen auf Teams? Und da habe ich gesagt, nein. Das würde ich aber sonst bei keinem machen, aber der ist schon bei uns ein bisschen höher. Da habe ich gesagt, hey, ich habe so ein gutes Verhältnis zu dir, ich brauche dich auf kurzem Wege und ich nutze Teams wirklich. Dann ist da eine Baustelle zwischen uns. Genau, das habe ich ihm auch ehrlich gesagt. Weil so Software hilft nicht nur, sondern es ist so. Und das habe ich ihm ehrlich gesagt, man war auch fein mit, aber wir haben uns da dazu unterhalten. Und ich kann auch seine Beweggründe teilweise verstehen, ne, weil wo fängst du an, wo hörst du auf mit den Grenzen und so. Ne? Und ich will ja auch, dass die sonst Leute, seid ihr auf WhatsApp oder auf was seid ihr? Teams sind wir normal. Ich bin immer WhatsApp und Discord. WhatsApp und Discord sind die beiden. Die haben bei mir, ich schwöre bei Gott, da muss ich echt meinem alten Verein sozusagen dankbar sein. Toxic hat irgendwann, hatte ich noch eine kleine Sonderposition, weil ich so der Wahnsinnige war. Aber ich habe auch so viel gearbeitet, ich habe mir das auch leisten können, weil die anderen haben immer gesagt, okay, Bruce, ich habe 24/7 für Hip-Hop.de gelebt. Ne? Und ich schwöre bei Gott, alle haben sich an Trello, Slack und diese Kacke, aber ich war immer der immer WhatsApp, ich habe immer einen Dude gehabt, den gibt es auch nicht mehr, der ist auch schon weg, Erich, ich habe sein Leben gefühlt mit WhatsApp. Er hat die Sachen immer übertragen in die anderen. Der hat den anderen gesagt, es kommt jetzt ein Interview, Roos hat das gedreht, dann haben die anderen das organisiert. Aber ich konnte mich nicht, aber ich bin genauso. Ich weiß auch gar nicht warum, aber es war mir zu... Weil dir das sonst den Drive rausnimmt. Ich habe meinen Drive raus, Das ist bei mir auch so und ich sag das auch allen. Deswegen versuche ich aber halt eben auch nicht den Leuten auf den Sack zu geben, die ihren normalen Job machen. Ich habe meine Ansprechpartner, mit denen kann ich auf jeden Plattform reden und die anderen, die regeln das so wie der Erich, der regelt das dann auch. Rein, und das ist ja auch in Ordnung. Ne? Und manchmal, klar, können Leute auch mal leicht genervt sein. Ja, klar. Aber in der Regel, mittlerweile haben wir so ein gutes Verständnis füreinander auf allen Ebenen, dass Leute wissen, okay, ey, der macht seinen Job aber gut deswegen. Ja. Ich meine, ich war ja damals war ich ja auch kein Chef oder sowas. Ich war immer noch ein Mitarbeiter. So. Jetzt ist es ja auch anders. Jetzt kannst du ja auch nicht ein Mitarbeiter. Ne? Aber ich muss sagen, bei mir zum Beispiel, jetzt wegen Kurzarbeit und so, wir sind so ein kleines Team. Noch bevor ich das checke, mein Team weiß schon, YouTube läuft scheiße. Twitch hat letzten Monat das. Der Sponsor da diesen Monat ist dünn. Das weiß jeder so. Ja. Jeder. Die warnen mich ja sogar so. Weißt du, die sagen mir. Aber ich kann mir vorstellen, halt, ich weiß gar nicht. Also ich hatte früher immer den Drive, skalieren, größer werden, bigger werden. Einfach gar nicht mal nur wegen Geld, also einfach wegen Spaß halber. Ja, ja. Big sein, krass sein, was Geiles reißen. Ich weiß jetzt nur gerade jetzt nicht, ob ich das noch will, weil je größer wir werden, desto mehr verbrauche ich Zeit wirklich für die Orga, als für den Spaß irgendwie, also für das Streamen, für das Video. Ist wirklich, wir haben Monate teilweise gar keine Interviews gemacht, weil wir so viel zu tun haben mit Quatsch, ne? Alter, so. Die Gedanken habe ich natürlich fairerweise auch immer mal wieder. Ne? Weil ich komme ja auch vom Streaming und ich bin natürlich auch, glaube ich, immer noch sehr gut vernetzt in der Welt. Und ich meine, du kennst mein Setup zu Hause. Ich könnte auch morgen wieder live gehen. Und dann, ich bin ja ein Grinder. Ich bin ja jemand, wenn ich sage, ich will das jetzt, dann gebe ich auch alles dafür. So wie Corona-Zeiten. Ich streame halt 7 Tage, 12 Stunden. Das macht mir nichts. Ich ziehe das einfach durch. So, ne? Und
Und dann kriegst du auch Wachstum zwangsweise. Ja, ja. Aber klar, man hat natürlich sein Herzensprojekt, ne? Und du hast Verantwortung und du siehst ja auch die coolen Events, die du machst. Ne? Aber du musst halt, es gibt nicht immer nur die positive Seite. Auf allen Seiten hast du immer Pro und Cons. Das ist ich habe immer wieder, das denke ich, ist bei dir wahrscheinlich auch so, oder ich weiß es gar nicht. Ich habe immer wieder den Gedanken, jetzt nicht jede Woche, jeden Monat, aber immer wieder mal kommt mir so ein Gedanke, boah, ich schmeiß alles hin und bin wieder nur Solo. Also ja. Als Solo-Artist oder Solo irgendwie. Wenn es richtig kacke läuft, dann denke ich das manchmal auch. Was habe ich hier gemacht eigentlich? So, weil ich, nicht, also ich liebe meine Leute zu sehr und auch die Sachen, die wir machen. Aber diese manchmal sind so Orga-Sachen, Kopf-Sachen. Guck mal, das Geld, was ich früher verdient habe, alleine, war sehr viel weniger als jetzt. Aber es war auch weniger Ausgaben und weniger Kopf. Es war so Einposten, Bank, dann Döner holen, Ausgaben. Jetzt ist da, da, muss da hin, der muss da hin, das muss da hin. Hat der denn, der war Urlaub machen? Der ja, dann denke ich mir so, boah, Alter, ey, schmeiß alles hin, mach nur noch das eine. Aber das ist so ein bisschen auch diese gesellschaftliche Thematik. Heute hat auch keiner mehr Bock, Verantwortung zu übernehmen, oder? Also klar. Keiner ist voll übertrieben, aber, nee, aber weniger. Viel, viel weniger als früher. Das heißt, man denkt viel schneller so an diesen, ich könnte es auch einfach alleine jetzt ganz klein und entspannt. Man kann, bei mir denke ich, ich sag's dir, wie es ist. Ich glaube sogar, dass ich mehr Geld verdienen würde, wenn ich einfach mein eigenes Ding machen würde. Am Ende netto mäßig. Aber es erfüllt mich halt nicht. Ja, ich liebe das, was ich mache. Es macht halt mega Bock. Die Leute halt, machen mega Bock, weißt du? Ja, da sind wir ähnlich. Was auch viel, ich bin auch gelangweilt von nur einer Sache. So. Ich muss immer viele Sachen. Ich würde auch eingehen, wenn ich sage, ich kann das nicht. Aber ich finde krass, du bist, wenn ich das sagen darf, wenn nicht, schneide ich es raus. Du hast auch schon Familie, Mann. Du hast Frau, Kind. Also, das muss ich sagen, bei mir, ich weiß gar nicht, wo du die Zeit hernimmst. Einfach aus den Rippen so, Sklav. Ich glaube, halt so gute Routinen. Naja. Du bist disziplinierter. Genau, viel Disziplin. Für mich ist Arbeit halt, ich bin so unorganisiert, aber trotzdem strukturiert dafür in meiner Arbeit. Also, wenn man das irgendwie Sinn macht. Aber ich bin wild, also ähnlich wie du unterwegs, aber mein Tag ist immer ähnlich trotzdem. Mhm. Weißt du? Und ja, gut, bei mir ist das Familienverhältnis ja noch ein bisschen spezieller, weil ich eine Ex-Partnerin habe. Ah, okay. Ich sehe die Kleine halt leider nur zweimal die Woche. Ne? Aber ja, dafür nimmt man sich halt immer Zeit. So, ne? Familie ist halt immer das Wichtigste. Das ist wirklich so. Das merkst du auch und die engsten Freunde. Und ich glaube, das ist übrigens auch wichtig. Wenn man einen engen Familien- und Freundeskreis hat, der in sich ruht, dann hast du dann, wenn du da eine Baustelle hast und mal auf der Arbeit, ich glaube, dann ist alles vorbei. Vorbei. Und ich habe das größte Glück, dass ich in meinem Familien- und Freundeskreis immer die gleichen Freunde, immer enge Freunde. Und seit langem hat. Und Familie genauso. Ja. Meine Mutter wohnt bei uns im Haus, die hat eine eigene Wohnung im Haus und so. Das ist alles so eng. Mein Vater, ich habe dem ein Haus gekauft, wo er Erdgeschoss da selber wohnt, da nicht weit weg. Alle sind beisammen und so und alle verstehen sich immer gut. Und ich weiß immer, wenn Arbeit kacke ist, kann ich zu meiner Familie gehen. Das war aber ein geiles Gefühl. Ne? Ich weiß, wir haben ja darüber geredet, ich war ja bei dir im Haus, dass man der Mama jetzt ein Haus sozusagen bieten kann oder der Mutter voll. Oder dem Vater, meine ich. Das sind so mit die besten Gefühle. So, ja, ne? Voll. Feier ich. Aber weißt du, was ich immer verrückt finde? Dass du echt in Krefeld geblieben bist. Ey. Das ich war kurz ein bisschen. Ey, sorry an Krefeld, aber Bruder. Nee, vor allem das Business, man denkt ja immer, Mann, so einer wie du musst nach Köln oder nach Berlin. Mhm. Da kannst du wahrscheinlich so, geh ab. Ja, das stimmt. Aber so, machst du ja auch. Du hast in Berlin das Experience. Wir expandieren nach Hamburg. Also die guten Sachen, die noch passieren, sind ja im September eröffnen wir mit dem Saturn Media Markt das Experience. In Hamburg? Am Hauptbahnhof, Mückebergstraße, das größte in Europa. Ja, weiß ich. Das Riesending wird ja so ein Lighthouse mit also Media Markt dann und ganz oben Experience. Und das wird ein krasses Ding, wirklich. Und ich liebe Hamburg, es ist eine geile Stadt. Ja. Und also von daher. Du bleibst in Krefeld. Aber ich bleibe in Krefeld. Krefeld ist preis-leistungstechnisch fantastisch. Aber ich meine, wir wohnen trotzdem in einer schönen Ecke, wie du ja weißt. Ja. Preis-Leistung, man wohnt hier günstig, aber zwischen so drei Läden, wo sie mit Holz. Bruder, das sah aus wie wild. Ey, wirklich, seid mir nicht böse, aber das sah so ein bisschen aus wie in Gelsenkirchen gibt es so Straßen auch. So wie der so Wilden Westen, so Missy Lucky Luke. Da weht nur noch so ein Heuball. Ja, wirklich. Der ist so mit Holz, so wie sagt man, zugenagelte Läden. Da steht er so noch so abgerissen, halb so zu verkaufen. So halt, so, keine ich meine, das tut mir auch ein bisschen leid. Ist natürlich. Ist auch nicht jede Ecke hier tatsächlich. Nein, aber es ist ja Strukturwandel, haben wir ja gesagt. Das ist ja wirklich Wahnsinn, Alter. Ja. Wie das hier geht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ne, du als sozusagen aus Düsseldorf kommt. Weißt du, da, wo ich bin ja Essen eigentlich, das ist ja das größte Loch. Also wenn wir über Loch reden. Da gibt's doch die Rü. Essen, ey, ja, ich, ja, Rü, ja.
Mein Gott, wir haben so 100 Meter Rö. Das gab irgendwie Rö. Nee, wir haben in Essen auch, es ist wie bei euch. Der Süden ist das Nord. Es gibt so Nord-Süd-Gefälle. Ja, ja. Und dann gibt es Süden, da wohnen so Aldi und so. Und dann gibt es Norden, da wohne ich. Ja, ja. Da wohnen die Hood, so, die realen Hood. Da bin ich noch zur Schule gegangen. Nee, Düsseldorf ist ja durch Zufall entstanden, weil ja Hip-Hop.de da saß. Da bin ich viel dahin, habe ich Partys da geschmissen, habe Toxic kennengelernt. Und jetzt habe ich da auch mein Office. Ja. Ja. Es ist aber am Ende von der Entfernung tut sich da jetzt nichts. Ja, ja. Ich würde sagen, entweder musst du nach Köln, so ja. businessmäßig, gerade ja, Streaming, YouTube. Für uns ist ja, ja. Also wir haben ja auch ein Büro in Köln, weil wir am Hansaring okay. da ja, ja mit ja, dem Experience ja, ja. auch sind. Ja. Von daher haben wir sehr viel Nähe in Köln und auch Leute, die auch teilweise aus Köln-Umgebung kommen. Ja. Von daher passt das ganz gut. Berlin ja genau das Gleiche und Hamburg in Zukunft auch. Also von daher sind wir da mittlerweile stimmt, schon ja, du bist bisschen schon eigentlich, breit. Ja. Aber ich habe halt, ich habe es ja gerade gesagt, Familie und Freunde sind, ja, ist halt ja. nicht so ein Spaßspruch. So, das ist, ich, meine Entscheidung damals, in Krefeld zu bleiben, war wegen Familie und Freunde. Obwohl ich wusste, ich müsste eigentlich nach Köln. Ich habe gedacht, Köln oder Hamburg, weil Berlin bin ich nicht so der große Fan. Habe ich gesagt, okay, eines von den beiden eigentlich, aber dann am Ende aus... Warum Berlin nicht? Einfach nur ein Gefühl oder ja, gibt es tatsächlich Facts? Ich bin nicht der größte Berlin-Fan. Für mich ist Berlin halt so ein bisschen wie fünf Städte in einer. Ja, ist und ja, du, ich fühle das voll, nicht voll. So richtig. Ich weiß, da gibt es alles, gerade ich wenn man jung ist, sich selbstständig macht. Ja, aber wenn du jetzt, du bist aus Krefeld. Ja. Ganz ehrlich, ich bin ja, ich weiß, das Berlin macht einem manchmal so Paranoia, weil das so groß ist. Aber eigentlich musst du das sehen wie Krefeld, Köln, Düsseldorf. Köln, Düsseldorf. Ja. Wir sind ja hier auch so eine ja. massige Geschichte. Aber ich mag auch dieses, das ist eine sehr anonyme Stadt. Ist so, ja. Ich mag das nicht. Es ist eine, also, weißt du, was das Besondere an, vielleicht gibt es das in Köln, aber das Besondere an Berlin ist, ich wohne ja jetzt ein paar Jahre schon so da, und das Besondere ist, viele, 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 die da hinkommen, wollen es schaffen. So. Ja. Alle haben diesen Drive. Das ist deswegen dann auch ein bisschen Ellenbogen, ein bisschen Lügen, ein bisschen viel Lügen, ein bisschen... Ja, wir machen was zusammen, Bro, gerade in der Musikwelt, dauernd. Wir machen was zusammen, läuft bei dir, rufen sie dich an. Läuft nicht, ruft keiner mehr an. Also, und das spürst du schnell, das spürst du. Du musst abgehärtet sein, du darfst nie Sachen, die die Leute sagen, zu ernst nehmen. Ja, ja. Dann bist, darfst du auch nicht böse sein. Aber das ist halt gar nicht, guck mal, ja, wenn du da meinen LinkedIn-Post gesehen hast, ja, ich bin das Gegenteil. Nein, nein, du bist das Gegenteil. Bei mir ist so, du rufst mich nachts an und ich bin da, egal was gerade los ist. Das kannst du in Berlin vergessen. Und das fühle ich nicht. Das fühle ich gar nicht. Das ist auch für mich wahrscheinlich ein anderer Grund, neben dem, dass in fünf Städte in einem die Menschen halt, oder Menschen, die Gesellschaft, also, wie sie dort funktioniert. Also man muss ganz klar sagen, Berlin, wenn wir über Berlin reden, meinen wir die Hustler, Grinder. Jetzt, ja, ja, es geht ja nicht um normale Berlin. Genau, nein, nein, überhaupt gar nicht. Die haben ja normale Leute. Absolut. Die hassen uns ja auch alle, ja, ja, dass wir da hinkommen und das schaffen wollen. Aber die Sache ist halt klar, da geht viel. Gaming, Schauspielerei, Musikwelt. Die meisten angemeldeten Studios der Welt sind immer noch, glaube ich, in Berlin, Musikstudios. Und das ist schon, fake it until you make it, ist Berlin. Ist big, ja, ja. Das ist big, big, big. Ja. Und das, da darfst nicht böse werden, darfst nicht zu viel ans Herz. Das habe ich aber auch hart lernen müssen. Mhm. Mann, aber du bist, ein, ja, du bist hier. Ich nehme lieber weniger Geld mit, dafür dann ja. gutes Gefühl. Am Ende geht es ja auch. Aber man denkt das halt immer. Ne? Man denkt immer, ja, ja. Verrückt, dass irgendwie. Es ist eh verrückt, dass aus von hier aus das geschafft hast du. Das ja. ist ja eigentlich auch Wahnsinn. Voll, definitiv. Also, der Oberbürgermeister auf WhatsApp mit dir. Der wollte mal wieder Gin Tonic trinken. Ja, ich komme da manchmal her? Nein, nein, nein. Aber der ist schon busy. Aber als wir da Charity Event hatten, hat er gesagt, ja, lass uns sehen. Der war aber cool, muss ich sagen. Ja, der ist der wirklich ein entspannter cool. Typ. Ist halt auch relativ ehrliche Haut. Sicherlich Politiker müssen hier und da machen, erzählen ihm mal Geschichten und so. Aber der schon. Was ist eigentlich? SPD, CDU? SPD. Ja, SPD, ja, SPD, okay. Ja. Okay. Gar nicht mehr so relevant, ehrlicherweise. Ja, ja, du hast recht. Es ist immer schwieriger, das auseinanderzuhalten. Ne? Das ist wirklich die so. Die übernehmen viele Themen voneinander, alle. Ja, ja. Mittlerweile Clickbait. So, weißt du, so erstens das, aber wo ich auch schon immer gesagt habe, ganz ehrlich, wenn du so lokal irgendwie der Oberbürgermeister von der Stadt bist, gar nicht so super wichtig, in welcher Partei du bist, weil die Lokalpolitik noch mal eine ganz andere ist als ja, die Kommunal, voll, ist, Mann. Also die Leute, der brennt ja auch für die Stadt. Der hat seine Themen für seine ja, Stadt. Natürlich guckt er auch ein bisschen, was die ja, SPD möchte, aber 50% da vielleicht auch nicht, weißt du? Und ja, das übrigens sage ich das auch immer den Leuten, dass die, wenn die in ihrer Stadt Veränderungen haben wollen oder sowas, lieber auf sowas gucken. Du brauchst einen krassen Typen oder ja, eine krasse Frau. Weil die wenn du die ganze Zeit auch nach Berlin guckst, also nach Bundesregierung, da passiert eigentlich so viel ja, in deinem Leben direkt gar nicht. Ja. Ne? Lieber ja, in der Stadt gucken. Ja. Voll. Yoga Flame. Sonic Boom. Street Fighter 2. Street Fighter 2, das habe ich, glaube ich, Tony Hawk's 2, Street Fighter 2, alle Marios, also die ersten Jahre.
Tekken? Tekken gar nicht viel, aber ich weiß, es war sehr beliebt. Habe ich totgezockt. Ich glaube, am meisten, im Nachhinein am meisten, außer natürlich die Kindheitsjahre Mario, aber ich glaube, am meisten habe ich Tony Hawk gezockt. Das habe ich durch Suchtfaktor, Tony Hawk 2. Ich habe auch viel Tony Hawk gespielt, aber... Skate! Skate. Ja. Tape holen. Ja, ja. Ich hab, damals gab es aber, ich habe auch so gerne Sachen wie Diablo gespielt, 1 auf der PlayStation. Diablo, ich glaube, Diablo 2 habe ich viel gespielt. Ich erinnere mich nicht mal. Aber dann auf dem PC? Ja, auf dem PC. Wir waren an der Uni viel. Ich war kein PC-Gamer, so gar nicht viel. Das war zu meiner Zeit noch nicht so das Ding. Wir waren ja viel hier, diese eckige. Kennst du noch? Von Nintendo gab es einen eckigen Controller. Der normale Nintendo. Ja, Super Nintendo oder wie das hieß. Super Nintendo war schon mit dem so halbrund. Das war SNES. SNES. Okay. Nein, NES war das war diese der eckige. Ja. Dieses, da hat dieses geile Fußballspiel, Mann. Ja, mit dem Gummi. Dieser Fallrückzieher. Ja, und der Ball geht über Haken rein. Ich hab dieses Spiel so geliebt, Mann. Das hab ich auch im Game Mexiko gegen Deutschland. Ja, Halbfinale. Ja, ja, ja. Immer A und B doppelt zweimal. Mann, Bruder, mit wem redest du? Zick, 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 zick. Fallrückzieher, der Ball ging immer rein. Wir haben das Gummischuss genannt. Ja, und Gameboy natürlich. Gameboy, Tetris. Für alle Gaming-Interessierten, der Film Tetris ist geil. Kennst du den? Hab ich den gerade neu rausgekommen. Hab ich noch nicht gesehen. Man muss gucken, es ist halt filmisch her geht. Aber die Geschichte dahinter ist ja echt und ist halt total interessant, wie das entstanden ist, wer daran verdient hat und wer vor allem nicht daran verdient hat. Ja, muss ich mir echt noch mal angucken. Sehr interessant, ja, Mann. Ja, gut, Alter. Dennis, danke für deine Zeit. Ey, total irgendwie... Also total spannend, klingt jetzt so wie so ein LinkedIn-Post, wenn ich das sage. So, total spannend hier, aber es ist krass, also sehr viel Bewegung, ja. Neuland komplett, viel so, man, ey, ich sag, ey, krass, Alter. Es ist immer schwer, wenn ich den Leuten von dir erzähle, was macht der eigentlich, ja. Games kommen an. Live-Events. Alles so, ich sag dann immer, ja, dies, das, weil ich sag den Leuten zum Beispiel, wenn die bei mir sind, sage ich, ey, die Stühle sind geil, das hat der Dennis mir geklärt. Wie? Was macht er denn? Ja, der macht das, das. Aber ja, du bist ein Allrounder, Tausendsasser, Netzwerker. Ja, ich bin umtriebig, glaube ich. Ich liebe das, was ich immer gerne gemacht habe, mit Leuten im Austausch sein. Ja, ja, und, das ist dein Ding. Und, aber ich mache, also ich bin nicht nur jemand, der quatscht, glaube ich. Dass ich quatsche gerne, aber ich bin jemand, der auch Sachen umsetzt. Das ist mir halt wichtig. Das ist der große Unterschied, glaube ich, zu vielen Leuten. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, ich mache mit, aber ne, so dieses... Wenn mir was gefällt und Bock habe, dann brenne ich auch dafür und ziehe das halt auch bis zum letzten Tag durch. Ne? Ich muss sagen, ja. Und was mir sehr früh aufgefallen ist an dir, das habe ich auch gleich, als ich dir Tobi damals vorgestellt habe, habe ich das auch gleich ihm erzählt. Ich schwöre es dir, wirklich kein Scheiß. Das ist jetzt manchmal, es ist ein bisschen zu viel Lob und so. Ich weiß, unangenehm, aber ich muss es dir sagen. Ich muss es dir sagen. Wirklich, wirklich. Ne? Du bist einer der wenigen Leute, die so big in ihrem Business sind, die aber gleichzeitig 0,0 Cockblocker sind. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Nein, du hast immer gleich, egal was ich dich gefragt habe, ja klar, hier ist die Nummer von dem Typ. Ja klar, ich vernetze dich. Ja, ihr braucht Rechner, ich frage nach. Ihr braucht Stuhl, ich frage nach. Ja. Weil, also wenn es möglich war, hast du uns das immer ermöglicht, obwohl wir uns noch nicht so dick kannten. Und das kenne ich aus Berlin anders. Aber das mache ich tatsächlich eigentlich bei allen Leuten, die... Ja, du hast uns zum Beispiel als hiphop.de erste Mal Jahresrückblick gemacht hat, und zwar Streaming. Ja. Hast du uns alles gestellt. Du hast deine Mitarbeiter sogar geschickt. Ja. Einfach auf Bata, komm, mach mal einfach, ich bin dabei. Vielleicht entsteht ja da was, vielleicht kann man ja genau, was machen. Erstens, guck mal, erstmal ist so ein bisschen so, ich hatte bei dir ein gutes Gefühl und bei Tobi, wo ich ja überhaupt nicht wusste, was das für ein Typ ist. Ich stell dir Toxic vor und ich hatte keine Ahnung. Nee. Ich dachte, ist das so ein fieser Typ, Mann, oder was? Und dann ist das so der liebste Kerl, den man sich vorstellen kann. Und als den dann auch noch kennengelernt, dachte ich mir so, klar, mega, wirklich, wirklich mega korrekte Leute. Und da denke ich mir halt so, selbst von 10 Mal, wo ich jemandem was Gutes tue, wenn kommt auch was zurück. Ja, ja. Weißt du? Und ich erwarte das nicht, aber ich weiß, die Welt funktioniert so. Ja, ja, ja. Es gibt 2 Leute, die dann am Ende Arschlöcher sind. Ja, aber das, aber das, die sind mir völlig egal. Ja, ja. Die anderen 8 oder 5, wie viele auch immer, sind korrekt. Und das sind für mich wieder Mehrwert in meinem Leben. Voll, so, auch menschlich, weil mit Toxic zum Beispiel verstehe ich mich ja so wie mit dir auch privat gut. Also das ist... Das ist, wie gesagt, du, es ist halt so, deine Welt, das ist ja schon, würde ich sagen, eine verschlossenere, eine Szene ist das. So. Ja, also ja, Hip-Hop, so wie Hip-Hop halt eine Szene ist, wo du auch so ein bisschen einen Eingang für brauchst. Ja. Und man könnte auch über Falschen reinkommen und dann ist man gleich uncool. Trotzdem hast du uns echt gut aufgenommen und gut reingelassen, wenn wir mal geschnuppert haben und so, das fand ich schon mal cool. Ja. Und danke nochmal für die Stühle. Maxonic war das, glaube ich. Maxonic, ja. Danke auf jeden Fall. Ja, super Typ. Hat sehr connected, ja, sehr, sehr geil. Ja, Mann. Ja, ey, ich hoffe und wünsche dir und uns allen, dass das Ding auf jeden Fall von Kurzarbeit sowieso rauskommt und dann auch wächst, Alter. Danke nochmal. Freunde, das war Dennis Gehlen, Take TV. Kommt gerne hier vorbei, jederzeit, ne? Kommt dann die Bar.
Und jetzt muss ich wirklich die Geschichte eigentlich auspacken, jetzt wo wir hier sitzen. Nicht in der Kamera zu sehen, die Frau. Ihr beiden habt mir mini das Leben gerettet einmal. Die Leute, die mir folgen, wissen, vielleicht wisst ihr auch nicht, aber wir sind einmal zusammen. Auch da, kein Cockblocker. Du hast mir gesagt, ey, das war das Eli-Event, oder was? Die hießen, wie heißt immer, Bono, die heißen dieser Fußballtrick. Du meinst Rabona? Rabona, genau. Du hast gesagt, hey, die machen Elias. Ja. Geile Typen. Ja. Willst du mal kennenlernen, weil vielleicht kann man was machen. Dann haben wir auch einen Call gehabt. Ja. Dann hat der Elias diesen Fußball-Event in München gehabt. Ja. Dann hast du gesagt, komm mal mit, lern ein paar Leute kennen. Ich natürlich, komm mit. Du warst noch auf einem Konzert oder so, hast durchgemacht. Ich war vorher bei Dave Chappelle und Chris Rock in Köln. Hab so komische Chips gegessen mit so super scharfem Zeug. Das ist nur wichtig, weil ich später dachte, am nächsten Tag, ich fliege nach München, ihr seid mit dem Auto und wir wollten uns da treffen. Ich habe die ganze Zeit Bauchschmerzen und denke so, das ist doch wegen den Chips bestimmt. Ne? Das wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Ich komme an diesem Event an, der Weg dahin war wirklich traumatisch. Traumatisch. Mit Delusional, so, weißt du? Ich immer, das geht gleich weg, das geht gleich weg. Schreibt ihr, wir treffen uns da. Die ganze Show lang habe ich im Backstage auf der Couch geschlafen und irgendwann kam der Notarzt und meinte so, tut das hier weh? Ja, Blinddarm. So wie jetzt Blinddarm? Muss raus. Ja, dann bin ich bei euch auf der Rückbahn. Ihr seid zurückgefahren nach Düsseldorf, weil ich hatte so voll die Paranoia, in München in Krankenhaus zu gehen. Ich kenne hier keinen. Meine Leute sind nicht hier. Fahren mich zurückgefahren, auf Todesbasis, hinten geschlafen, durchgepennt. Ihr beiden seid gefahren. Und dann, ich war mit Nisa, war das? Mit. Ich bin mit. Oder? Nee, mit. Warst du dabei? Ja, sie war. Achso, sag ich doch. Sag ich doch. Nee, nur mit drei. Ja, stimmt. Mit ihrem BMW. Genau. Ja. Und ich habe mich auf die Rückbank gesetzt, gelegt. Ja. Und ich dachte so, ich schwör's dir, ich penne mal ein bisschen, ich bin im Arsch, ne? Bin so angekommen. So, sechs Stunden Autofahrt, so weg. Ich weiß nicht, ich bin angekommen, habe mich vor der Wohnung rausgelassen. Ja. Da habe ich schon jemanden geschrieben. Chilo hat mich abgeholt, direkt Notarzt. Also nur Dings, wie sagt man, Krankenhaus, diese Notdings, Emergency. Direkt rein, der Arzt so, müssen wir raus. Direkt raus. Direkt operiert. Ich dachte, das ist der schlimmste Tag, ey. Das ist so ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe mir tatsächlich auch Sorgen gemacht die ganze Zeit. Ich kam mir mal ab und zu vorbei, habe gefragt, wie läuft's, wie geht's, wie Das war echt verrückt. Ich habe wie so ein Idiot alles verpasst. Ich weiß noch, ich komme die Treppen Backstage so hoch und dann sehe ich Sascha, unsympathisch TV. Mhm. Ich hatte den vor kurzem mal online kennengelernt so, und dachte so, sieht man sich mal. Aber ich war gar nicht in der Lage zu sprechen. Ich so, er so, geht's dir gut? Ich so, erstmal gekostet. Ich so, ja. Ich war so mäßig im, ich war nicht anwesend richtig so. Weil das hat mich irgendwie, das ist also Leute, nur dass ihr versteht, das tut nicht nur weh. Man hat so eine Entzündung im Körper, das arbeitet und du bist einfach die ganze Zeit so wie Fieber so. Ja. Du bist so fieberig, ja gut. Auf jeden Fall danke nochmal dafür. Ja, gerne. Freunde, wir sehen uns im Outro wieder. Da gebe ich euch noch ein paar Insights oder ein paar Infos über Dennis und danke für eure Zeit. Danke. Lass mich nicht hängen, nicht vor Kamera. Niemals. Dennis, bester Mann. Leute, wir sehen uns. Ciao. Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, der Talk mit Dennis. Vielleicht der ein oder andere von euch kennt ihn noch, von Warcraft-Zeiten oder GigaTV. Vielleicht war der ein oder andere von euch auch hier auf der Gamescom LAN. Wir werden auf jeden Fall in Zukunft mehr mit Dennis machen, auch zusammenarbeiten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, Freunde. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr hier auf der Gamescom LAN wart. Ansonsten gerne Wünsche, Fragen, nächster Gast, wen sollen wir uns reinholen zu was los? Wir sehen uns, Freunde. Chickmaus ist am Durchdrehen, ich muss mich um ihn kümmern. Zeig mal einmal Chickmaus. Der will hier am Food Corner sich was besorgen. Freunde, wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder oder auf Twitch. Viel Spaß, Gangzeichen, damit alle wissen, dass hier ist trotzdem immer noch eine Hip-Hop-Sendung. Yes!